Heute zeigen wir euch die Uneinigkeit der Navigationsgeräte. Wir berichten von einem Treffen mit Freunden, fahren über mehrere Grenzen und zeigen euch, was noch alles auf einer langen Strecke über 4 Länder zu sehen ist. Herzlich willkommen zu unserem vorerst letzten Video aus Portugal. Unser Ziel geht Richtung Bragança. Die Navigation sagt, nächste Kreuzung rechts abbiegen. Rechts abbiegen? Das ist offensichtlich nicht erlaubt. Also geradeaus, okay, von der Navi akzeptiert. Und jetzt müssen wir wohl auch durch diese hohle Gasse fahren, die uns die Navi sogar vorschlägt. Also die Navis sind wieder optimal eingestellt. DomDom sagt, wir sollen jetzt rechts fahren. Wir können aber auch 2 Minuten schneller fahren und dann können wir geradeaus fahren. Und Apple sagt, wir müssen links abbiegen. Was machen wir jetzt? Könnt ihr uns einen Tipp geben? Das ist ganz einfach. Tada! Und da schauen wir jetzt nach. Nach Nisa und dann hier hoch. Das können wir auch mal einbauen, oder? Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich den Ratschlag von der Ossi befolgt. Und jetzt schauen wir mal, ob der was wert war. Ja. Und nach was sieht es aus? Genau. Wir machen eine Orangenpause. Genau. Wir sind jetzt schon ziemlich weit gefahren, also haben schon einige Kilometer hinter uns. War eine sehr schöne Fahrt. Ja. Jo. Und ja, jetzt haben wir einfach mal gedacht, jetzt halten wir mal an. Es ist hier auch eine ganz nette Gegend. Hier fängt irgendein Nationalpark an. Und ja, wir sind hier ganz alleine, ich glaube. Da fahren außer uns überhaupt keine Autos. Da gibt es gar keine Autos drauf. Ja, wer weiß. Also auf jeden Fall, wir lassen es uns jetzt schmecken. Und immer wieder lecker. Oh, Orange. Ich liebe diese Orangen. So. Ja. Also jetzt geht's weiter. Und ich habe 3 Anweiser hier. Die, 2 Navis habe ich stumm gestalten, ja. Denn von 3 Frauen kann immer nichts reinreden lassen. Die einzige, die reinreden darf, das ist die Ossi und die habe ich auch richtig geleitet. Naja, es geht halt nichts über diese alte Straßenkarte. Und wenn man in der Lage ist, Straßenkarten zu lesen, ist das ja auch kein Problem. Richtig, die anderen beiden waren sich ja uneinig, wie wir euch gezeigt haben. Und jetzt bin ich auf den richtigen Weg gekommen, dank Ossi. Ja. Und genieße noch. Helle ist natürlich schon wieder fertig. Aber ja, logisch. Ich bin auch gleich soweit und dann geht's weiter.
Portugal. Jawohl. Tschüss, Portugal. Schön war's. Ja, war eine tolle Reise, ein tolles Land. Ja, hat sich gelohnt, dass wir hier unsere Rundreise gemacht haben. Aber jetzt sind wir in Spanien. Gleich. Wieso gleich? War doch schon. Nee, die kommt jetzt gerade. Oh, habe ich ein bisschen zu früh die Kamera eingeschaltet? Wir sind noch in Portugal. Noch sind wir in Portugal, okay. Ein bisschen zu früh verabschiedet. Ah, okay, aber das kann sich nur noch um Minuten handeln. Und dann, hier fahren wir gerade noch am Stausee vorbei, so wie es aussieht. Das ist der Grenzfluss, der Helle sagt. Der Grenzfluss, ah, das ist der Grenzfluss, würde der Helle sagen. Dann zeige ich euch das jetzt mal. Die andere... Andere Seite. Jo. So. Aber das war's mit Portugal. Da kommt España. So schnell. Hallo, okay, España. Jetzt sind wir in Spanien. Hallo, España! Hola! So, und weiter geht's. Es ist schon sehr erstaunlich, was man auf der Strecke von Portugal nach Andorra für unterschiedliche Landschaften erlebt. Einen kleinen Einblick geben wir euch gerne. Die Vielzahl ausführlicher zu zeigen, würde den Rahmen jedoch sprengen. Hier fahren wir durch Vila Campo, gleich nach der Grenze, eine Ortschaft, die durch Steinmauern geprägt ist. Kurz darauf fahren wir auf bis zu 1200 Metern Höhe in Ortschaften, die noch mitten im Winter feststecken. Auf dieser Höhe verbrachten wir auch unsere Nacht für die Weiterfahrt zum Treffen mit unseren Freunden, die ihr sicher aus YouTube kennt. Wow, war das jetzt eine Landschaft. Wir sind heute schon den ganzen Tag durch verschiedene Landschaften gefahren und jetzt hier haben wir sogar nur Schnee. Wir sind jetzt zwischen, damit ich es richtig sage, einen Moment, zwischen Soria und Saragossa. Und hier liegt überall noch Schnee, halt ganz wenig, aber es ist immer noch Schnee und es war auch ganz schön kalt heute, gell? Ja, und ich glaube 2 Grad haben wir mal gehabt, wo wir einkaufen waren. Krass, krass. Also das Spanien ist schon sehr vielfältig. Ausgeschlafen ging es auf die nächste Etappe Richtung Lleida. Das liegt direkt auf dem Weg nach Andorra. In einer Ortschaft bei Lleida, nämlich in Almaceles, haben wir uns mit Karin und Marco vom YouTube-Kanal Camperfan auf einem Wohnmobilstellplatz verabredet. Jetzt wollten wir uns so gemütlich mit Camperfan, also mit Marco und mit der Karin, hier treffen. Und was ist? Er hat leicht Probleme mit dem Moby Dick. Ja. Der will nicht so richtig. Also leicht ist ein bisschen untertrieben. Es läuft das Wasser raus, der Frostwächter ist kaputt, so wie es aussieht, oder? So wie es ausschaut, ist der Frostwächter defekt, weil es, wir haben jetzt 20 Grad im Wohnmobil und der löst immer noch aus, also irgendwie muss da defekt sein. Und vorher ist sogar Wasser durch die Pumpe rausgelaufen. Vielleicht ist auch was mit der Pumpe. Also wir müssen in die Werkstätte sowieso jetzt. Ja, so ist es, jetzt wenn man unterwegs ist. Von Ursi und Helen einen Schlauch gekriegt nach einem Festen, um den Tank zu entleeren, dass mindestens mal kein Wasser mehr im Tank drin ist. Das ist das Wichtigste, jetzt, dass mal alles leer ist. Normalerweise wollte man Wein trinken, aber jetzt wird man es entleeren. Ja. Jetzt gehen wir dann zum Wein über, wenn der Tank leer ist, das schon mal. Ja, ist echt. Der Wohnmobilstellplatz in Almaceles ist übrigens sehr empfehlenswert. Er ist liebevoll angelegt, er ist relativ ruhig und bietet sich durchaus an
für eine Übernachtung, bevor man nach Andorra weiterfährt. Frage, wo war das? Ja. Und von daher. Mit wem sprichst du da aus? Ich? Ja, ich spreche jetzt hier mit unseren Freunden Karin und Marco von der Camperwelt. Haben wir Gäste hier? Und wie? Ja, ihr kennt die sicherlich. Das sind also Karin und Marco von Camperfan. Und die haben ein ganz spezielles Projekt, was ihnen am Herzen liegt und was hochinteressant ist. Vielleicht und, noch, ja. Und vielleicht kriegen wir von euch zwei Worte zur Erklärung, was da los ist auf eurem Kanal. Ja, ja. Kannst du sagen. Nein, du kannst das Projekt also, vorstellen. Die Idee wäre, vom südlichsten Punkt von Tarifa bis zum nördlichsten Punkt von Europa fahren, also von Tarifa bis zum Nordkap hoch. Und zwar vom kürzesten Tag des Jahres, am 21. Dezember bis zum 21. Juni, bis zum längsten Tag am nördlichsten Punkt zu sein. Aber wir haben ein Problem. Mhm. Wir haben im Moment mit dem Moby Dick ist ein bisschen der Wurm drin. Und wir müssen in die Werkstätte und ja, mal schauen, ob es überhaupt dann weitergeht. Aber wir hoffen natürlich, dass es weitergeht. Ja. Also, dann wünschen wir mal viel Glück, dass das gelingt, dieses Problem. Wir verlinken den Kanal auf jeden Fall oben. Dann schauen wir mal rein bei den beiden. Und wenn sie ihr Fahrzeug wieder fit haben, dann geht die Fahrt weiter. Genau. Ja. Ossi, machen wir so. Genau so machen wir das, ja. So, wir müssen euch leider wieder abschalten. Wir haben noch zum weiter. Prost. Jetzt gibt es Raclette improvisiert mit unserem neuen Raclette, das wir in Sagres gekauft haben. Ursi freut sich drauf. Ja, wir probieren es jetzt aus und jetzt warten wir auf unsere Gäste. Und wie wird das Raclette betrieben? Natürlich mit der mobilen Bauerstation von Ecoflow. Dafür haben wir sie ja dabei. Sag jetzt nichts mehr dazu. Was machst du mit der Powerbank? Schauen wir mal, ob das funktioniert mit der Powerbank. Du hast dich schon ganz skeptisch. Kann ich dir etwas helfen? Ja, einfach da einschalten. Einschalten? Man bräuchte wie über drei Hände. Aber wir sind alle ja behindert und haben nur zwei. Gell, was ich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. So, also schalte mal das Raclette ein. Jetzt kannst du mal Dings drauf, das Fennerlin. Wo geht das an? Ja, da am Ding. Da am ah ja, jetzt sehe ich es. Zack, Raclette ist an. Und? Tut sich was? Nö. Doch, oder? Ja, ist schon 2% gefallen. 340 Watt. Ja, das ist also, funktioniert wie erwartet. Und jetzt schauen wir mal, wie lange. Normal müsste es 1,5 Stunden gehen. Ja, so lange brauchen wir das jetzt schauen. Nicht. Aber ich bin echt gespannt. Also guten Appetit. Ja. Wir haben heute wieder ein Kamerateam dabei. Ihr seht, alle freuen sich aufs Essen, aber wenn YouTuber zusammen sind, dann sind die Kameras noch wichtiger. Ja, aber die schalten wir ja jetzt gleich aus, weil wir gehen jetzt zum gemütlichen Teil über. Und wie ihr seht, heute gibt es bei uns Raclette. Jawohl. Mhm. Denn wir haben ja auch Schweizer Gäste. Ja, und mit improvisierten Zutaten. Ja. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Also wie ihr seht, schöner gemütlicher Abend da mit Ursi und Heli zusammen mit Raclette. Und sie weihen gleichzeitig ihren neuen Raclette-Ofen ein. Und das, da fühlen wir uns natürlich geehrt, mit uns Schweizer diesen Raclette-Ofen einzuweihen. Jawohl. Jetzt guten Appetit und Mahlzeit. Jawohl, gegen Elektrik, gegen Handarbeit. Ja. Mit Kerzen, also. Analog und digital, oder? Ja, romantischer sind definitiv die Kerzen. Aber moderner ist natürlich schon die elektrische Variante. Vor allem bei uns würde es nicht funktionieren. Käse oben drauf wird bei uns nicht funktionieren. Nein, bei dem Weg. Ja, das sind natürlich Schweizer, die wollen das von unten haben. Wir Deutschen nehmen das von oben. Ne? Wir machen jetzt nämlich. Es hat uns sehr gefreut, dass dieses Treffen geklappt hat. Der Abend wurde sehr lang, sehr lustig und sehr informativ.
Am nächsten Morgen machten wir uns mit nur mäßig gefüllten Dieseltank auf den Weg Richtung Andorra. Die Hauptstadt von Andorra ist die Stadt Andorra la Vella und unser Plan war, dass wir zumindest eine Nacht in Andorra verbringen, entweder auf einem Wohnmobilstellplatz oder auf dem Campingplatz. Extrem steil ging es hoch zum Wohnmobilstellplatz und als wir dort angekommen sind, stellten wir fest, das ist nicht der Platz, an dem wir stehen möchten und so fuhren wir weiter Richtung Campingplatz. Was wir uns auf keinen Fall entgehen lassen wollten, war der günstige Treibstoff. Immerhin kostet der Liter Diesel 20 bis 30 Cent weniger als in Spanien. Weiter ging es Richtung Campingplatz und als wir an der Auffahrt zum Campingplatz standen, waren wir uns einig, dass wir eigentlich gar nicht in Andorra bleiben möchten. Wir wollen auch nichts Zollfreies einkaufen. Wir fahren gleich sofort weiter nach Frankreich. Thank you.
Schnee in Andorra. Das war's mit unserem Urlaub. Ja, wir waren jetzt auch ziemlich lang unterwegs und bis wir dann zu Hause sind, sind wir dann 8 Wochen unterwegs gewesen und ich freue mich jetzt wieder auf zu Hause. Ja, wir wollten noch was zu Andorra sagen. Andorra ist also, genau warum das so existiert, das ist nicht so ganz überliefert. Die einen sagen Karl der Große, die anderen sagen wieder andere Geschichten. Also das, da gibt es viele Geschichten dazu. Tatsache ist eins, ein Bischof ist hier der Staatspräsident und der französische Präsident, aber die haben keine Regierungsverantwortung. Seit, ich glaube, 1993 ist jetzt Andorra hat ein Parlament, was vom Volk gewählt wird. Und der französische Präsident und der Bischof, die haben nur ein Veto-Recht, wenn es um Auslandssachen gibt, um Diplomatie im Ausland. Ansonsten ist auch Andorra jetzt in der Vereinten Nationen. Also, wenn es näher interessiert, macht euch selber kundig. Ja. Das wollten wir nur dazu gesagt haben. Wir haben euch ein paar Impressionen ja gezeigt von Andorra. Uns hat es jetzt nicht mehr gefallen. Also wir wollten jetzt sagen, es ist kalt, es ist windig. Und wir waren jetzt 8 Wochen unterwegs, haben noch ein paar Tage zum Heimfahren. Und eigentlich haben wir jetzt wieder Freude an unserem Zuhause, Ossi, oder? Ja, also wir haben natürlich unseren Gustl vollgetankt. Das war natürlich recht günstig. 20 Euro gespart. Ja, das lohnt sich. Und wir fahren jetzt nach Frankreich rüber. Und das ist jetzt nochmal ein Pass, der offen hat. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Also auf der Karte sieht das sehr kurvig aus. Mal schauen, wie das wird. Und vielleicht kann man dann auch noch ein paar Impressionen dann euch zeigen. Ja, von dem Andorra, ich wollte das eigentlich im letzten Jahr schon sehen. Aber irgendwie, es liegt ja noch viel Schnee, wir fahren keinen Ski und wandern sind wir jetzt auch nicht so, dass man eventuell im Tal hätte wandern können. Also von daher haben wir einfach gesagt, wir fahren durch. Ja, wir sind 8 Wochen unterwegs und irgendwo wollen wir jetzt dann auch wieder. Also wir sind nicht die Langzeiturlauber, 8 Wochen, das langt jetzt eigentlich, was ich, oder? Ja, mir reicht es jetzt. Ich will jetzt wieder heim. Ja, wir freuen uns jetzt auch wieder auf zu Hause und freuen uns dann, wenn es wieder losgeht. Und Andorra ist ohnehin nicht so sonderlich camperfreundlich, also überall Halteverbot am Campingplatz. Klar hätte man gehen können, aber wir haben keine Lust mehr, wir fahren jetzt heim. Und genau. Wir bedanken uns erst einmal, dass ihr uns alle begleitet habt, so zahlreich. Also das war ganz toll mit euch, auch die Kommunikation, auch die Menschen, die wir getroffen haben natürlich. Und wenn es euch interessiert, dann schaut noch, es kommen jetzt noch im Anschluss ein paar Impressionen mit der Dashcam aufgenommen vom Bass, von der Bassüberfahrt. Ja, genau. Und das war es dann von unserem Urlaub, Portugal 2023. Und Spanien. Und Spanien, kurzer Ausflug. Aber Frankreich war ja auch noch drin. Ja. Also es waren einige Länder, die wir jetzt einfach so durchquert haben. Wir artikulieren uns nochmal dazu, aber können vor Abschluss sagen, wir sind sehr zufrieden damit. Ja, uns hat es gut gefallen. Ja, war ein schöner Urlaub. Ja. Also. Und empfehlenswert. Ja. Ciao. Also tschüssi. Macht's gut. Tschüss. Das war's von unserer Portugal-Reise 2023. Wir bedanken uns bei euch für das Interesse an dieser Reise. Eine Zusammenfassung unserer Reise werden wir in den nächsten Tagen noch online stellen. Wir fuhren direkt nach Hause zurück und hatten in Frankreich noch einen heftigen Verkehrsunfall. Dieser wird im Moment be- und verarbeitet. Wir beabsichtigen aber auch davon, ein Video online zu stellen. Alles Gute, bleibt gesund, wir melden uns bald wieder mit einem weiteren Video.